Es geht weiter mit dem Clashless Fest. Und damit schönen guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was hat sie eigentlich getan? Ich meine, viele oder wir Kreatoren hatten das Ganze gestern schon auf dem Schirm, was denn kommt und was denn wird. Und ich habe das Ganze jetzt heute Morgen auch kurz mal erstmal abgecheckt, bevor ich mich jetzt hingesetzt habe und das auch mal selber probiert habe. Aber ich möchte auf Folgendes hinweisen. Es gibt wieder eine neue Szenerie zu kaufen, eine Clash-Fest-Szenerie. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß, eigentlich bin ich nicht so wirklich der Kaufmensch, aber die Szenerie, ich habe sie mir gestern Abend schon angeguckt, ist wirklich, wirklich gelungen, muss ich sagen. Und da cutte ich das ganz, ganz kurz und kaufe mir die eben und dann machen wir weiter. So, da haben wir die Szenerie gekauft. Du bist startklar. Okay, dann wechseln wir da mal rein. In die neue Szenerie, okay, es gab noch 2,5 Millionen Gold und Elex obendrauf, aber die wählen wir mal aus, denn die letzte Szenerie war schon extrem schön, aber diese Szenerie hier ist nochmal um einiges besser. Wenn ihr das Spiel ja gestartet habt, kam ja so ein Ding, was bei mir als Thumbnail ist im Moment, und dort könnt ihr euch die Entstehung dieses Feuers anschauen. Echt cool animierter Film. Es geht dabei aber nicht nur um Clash of Clans, sondern das Ganze ist in Verbindung mit Clash Royale zu sehen, denn auch dort wird im Moment Clash Fest gefeiert, und dementsprechend lasst ihr euch da nicht verwirren. Ihr werdet dann dort auch einige Charaktere sehen, die in Clash Royale vorkommen und nicht nur only in Clash of Clans sind. Aber schöner animierter Film. Ich springe da jetzt nicht rein, weil dann zickt mein Air-Server wieder und bleibt dann stehen. Und dann muss ich das Ganze alles wieder von vorne machen. Aber diese Szenerie hat so ein bisschen was Magisches. So ein bisschen was Magisches. Und zwar, wenn man hier so ein bisschen hin und her scrollt in den Ballons, dann hat das so eine 3D-Wirkung. Seht ihr? Man meint, diese Ballons bewegen sich so ganz, ganz leicht. Und wenn man natürlich genauer hinguckt, dann sieht man oder erkennt man auch so ein paar witzige Sachen. Also wo alle hier, sage ich mal so à la Clash Royale, das Ganze ja, bejubeln, will ich mal so sagen. Also mein Dorf bejubeln. Und aber ist schon schön gemacht. Hier schöne Ballons vor allen Dingen. Der Schweineballon hier oder auch, ich meine, das ist ein ganz normaler Ballon. Max Level, würde ich mal so sagen. Und aber hier unten ist klar, ne? Die viel zu kleinen liegen für den großen Riesen hier. Aber richtig cool, und er lässt sich hier einfach mal ein bisschen feiern mit einer Kanone. Also man muss schon ein bisschen genauer hingucken, was hier so Sache ist. Und aber ihr seht das hier, wenn man hier so ein bisschen hin und her geht, dann ist das so eine 3D-Animation. Also so eine ganz, ganz kleine. Und aber auch sehr, sehr witzig. Der Zeppelin kommt hier angeflogen, und das fand ich auch sehr, sehr gut. Hier die Barbaren wissen so richtig gar nicht, was sie zu tun haben. Passt nur ein Riese rein hier, ja. Und ich glaube, hier gab es auch irgendwo ja, Frau Pekka. Und aber ihr seht das, während ich hier so hin und her scrolle, sieht man das richtig cool. Also die Szenerie hier, die ist richtig, richtig, richtig nett. Wir haben ja das Schiff, und ich glaube, wir hatten aber hier noch in dem Bereich hier, sieht man das jetzt auch, ja, das Schwein an der Banane und der Schweinereiter natürlich in seinem Bad. Aber ich kann im Moment gar nicht die Finger vom Tablet lassen, um das immer so ein bisschen hin und her zu scrollen. Ich finde es wirklich, wirklich gut gemacht, richtig cool. Und deswegen habe ich mich natürlich auch dazu entschlossen, mir die Szenerie zu kaufen. Das ist einfach mal Must-Have. So, ich sage ja immer, das ist kein Must-Have, sondern das ist einfach Nice-to-Have. Natürlich ist es Nice-to-Have. Nice-to-Have ist natürlich auch der neue Pass, den holen wir uns auch. Ich müsste eigentlich einen neuen haben. Jups. Es ist ein Goldpass zweimal für eine Supercell-ID. Mache ich mal. Die andere kriegt immer jemand geschenkt, nämlich der Avatar. Und so haben wir schon mal den Goldpass drin. Aber um den Goldpass geht's erstmal gar nicht. Ich fange den natürlich an. Lager sind alle voll. Wir können ein bisschen was in Mauern investieren, zumindest hier beim Toti. Beim Avatar sieht es noch ein bisschen anders aus. Da muss ich ja noch viel machen. Aber wir gehen einmal hier rein. Es ist natürlich die September-Saison am Start. Die Clankriegsliga ist am Start. Wir starten auch die Clankriegsliga in drei Clans. Herausforderer, Deutschland-Ad
und bei Free-to-Play. Und ich hatte gestern Abend schon aufgerufen im Livestream, der ist jetzt auch online, also den könnt ihr euch auch auf Twitch im Nachgang nochmal anschauen. Dort habe ich unsere Leute gebeten oder auch andere Leute gebeten, in den Clan Deutschland Ed zu kommen. Da fehlen jetzt, glaube ich, noch 3-4 Leute. Dann können wir da heute Abend starten. Bei den Herausforderern reicht es, da passt das so. Und bei Free-to-Play ist auch noch Platz für den einen oder anderen Zwölfer. Da wir dort oben nur ein 13er haben oder zwei 13er und ich glaube dann zwei oder drei 12er und dann war es das auch. Also wer noch ein bisschen Bedarf hat, so an 11, 12 und 13, der kann bei mir über den Discord einfach mal anbimmeln. Oder aber unten in den Links sind die Beschreibungen bzw. die IDs der drei Server ja drin. Das Kobold-Labyrinth. Ja, das Kobold-Labyrinth ist nett. Das Kobold-Labyrinth schaltet euch automatisch eine weitere Challenge frei, wenn ihr diese schafft. Das heißt, ich habe sie hier noch gar nicht angefangen, denn sie ist mal so ganz, ganz anders als alle anderen Challenges. So ein Labyrinth ist schon richtig cool. Richtig cool. Überhaupt nicht meins, aber macht nichts. Es soll ja auch Spaß machen. Und aber wenn ihr die schafft, dann schaltet ihr euch, das ist quasi ein Zwischenschritt, schaltet ihr euch eine weitere Challenge frei. Und wer diese Challenge hier am schnellsten abschließt, so habe ich das mitbekommen und auch nachgelesen, dem winken oder dem winkt mit einer Person oder mit einer Begleitung seiner Wahl oder ihrer Wahl ein Ticket zu den Clash of Clans Weltmeisterschaften nach Helsinki. Hotel, allen drum und dran, was dazugehört, für die Person plus ein Begleiter. Das lässt sich gewinnen. Es steht zwar schon, dass man im Neuigkeitenmenü mehr über die Belohnung erfährt, aber das ist, glaube ich, noch nicht so. Das ist noch nicht so. Hier steht noch nichts drin. Ich denke mal, das wird dann da noch mit reinkommen. Aber erstmal, wir gehen mal in die Challenge rein. Ich war gestern Abend schon sehr, sehr überrascht, als ich das Video sah von dieser Challenge und habe gedacht, okay, Carbon Finn, du willst uns hier finnen oder du willst uns hier finishen mit dem Labyrinth und uns in eine Finte führen. Ein Kobold, ein Schleichkobold, 10 Unsichtbarkeitszauber und ein Eilzauber. Letztendlich geht es bei dieser Challenge nicht darum, um den Kobold die ganze Zeit unsichtbar zu machen, sondern man macht letztendlich teilweise hier die Lager unsichtbar, damit der Kobold einen anderen Weg nimmt. Wir nehmen den Kobold aber einfach mal so, wie wir ihn setzen würden, nämlich hier in das freie Feld. Wir lassen ihn einfach mal laufen. Ja, da seht ihr schon. Aha, da geht er drauf. Hier sind nämlich schon 4 kleine Bömmchen. Und das heißt also, wir müssen da schon unseren ersten Unsichtbarkeitszauber werfen. Und so kann man sich natürlich an so ein Labyrinth rantasten. Das heißt, wir nehmen, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wir nehmen den, glaube ich, einmal da. Dann geht der dort nämlich erstmal gar nicht hin. Ja, der geht dann da gar nicht hin. Aber wir müssen ihn natürlich dann wieder irgendwo nehmen, beziehungsweise wir nehmen die drei hier mal unsichtbar, dann läuft der läuft doch da rein. Okay, ne, er läuft jetzt erstmal vorbei. Alles klar, er läuft vorbei, aber ihr seht das hier, ich habe jetzt etwas unsichtbar gemacht und mache hier jetzt auch mal die Clanburg unsichtbar, dass er da nicht reinrennt. Man muss halt nur auf die Bomben so ein bisschen aufpassen, da seht ihr das jetzt wieder, hier nochmal die Clanburg, dass er da nicht reinrennt, sondern erstmal rumgeht, bis hier oben hin und dann außen hin, beziehungsweise das Rathaus mitnimmt. Oh, 2 Bäumchen schon. Das ist schon ein bisschen viel hier. Und die nächste Bombe, aber er ist noch am Leben. Okay, er ist noch am Leben. Wir nehmen jetzt gleich den Eilzauber, denn jetzt geht es gleich hier unten erstmal hin. Wir wollen das ja ziemlich schnell schaffen. Ja, ich meine, das ist jetzt auch mein erster Wurf hier, den ich selber mache. Und ich wusste gar nicht, wie ich diese Challenge eigentlich angehe. Oder ich habe mir gestern Abend schon Gedanken gemacht, wie ich diese Challenge angehe. Oh, die Bombe da. Oh, der ist jetzt aber noch gerade so am Leben. Okay. So, der soll nicht nach da laufen jetzt gleich. Und auch, denke ich mal, oh, den habe ich ein bisschen, oh, den habe ich zu früh geworfen. Den habe ich zu früh geworfen. Oh, den habe ich zu früh geworfen. Der soll jetzt zur Klamburg gehen. Oh no. Der hat fast kein Leben mehr. Okay, der hat fast kein Leben mehr. Jetzt geht er auch zu. Oh nein! Oh!
Okay, aber gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, aber so funktioniert es. Und es macht ja Spaß. Ne? Ich kann euch wirklich sagen, ich kann da im Moment die Finger nicht von lassen. Muss ich gestehen. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, wir nehmen erstmal die beiden hier, sodass er erstmal hier unten hinrennt. Macht er aber gar nicht. Wieso läuft denn der mal nach da? Ja, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Okay. Ja, ihr seht schon. Vielleicht muss ich doch irgendwo anders mal gucken. Warte mal. Den hier Schleichkubilo schicken. Dass der nach links geht als erstes. Aha, geht ja. Ja, dass der als erstes nach links geht. Das war wieder ein bisschen zu spät. Okay. 1, 2, 3, 4. Heftig, oder? Ich gehe erstmal nach Hause. Ich gucke mir mal ein paar Tutorials an, aber echt cool. Aber wenn ihr euch das freigespielt habt, dann bekommt ihr darunter noch eine Herausforderung. Also das ist nur ein Zwischenschritt. Und ich meine, im ersten Wurf jetzt schon mal 2 Sterne mit etwas mehr als 70%. Man hat ja ein bisschen Zeit dafür. Und es gibt sicherlich mehrere Wege zu erkunden. Da müsst ihr dann dementsprechend bei, ich sag mal so, Itzu Carbon wahrscheinlich selber, er hat sich ja auch selber ausgedacht, einfach mal vorbeischauen, um das Ganze dort dann zu checken. Und 4-fach Sterne Bonus ist klar, das sind noch die ganz normalen Sachen. Und morgen fängt wieder Überfallwochenende an, also hier geht es heftig weiter. Und es geht natürlich auch mit den Livestreams bei mir weiter. Ich werde viel Liga wahrscheinlich für euch mit streamen und werde also auch so ein bisschen am Wochenende hier, denke ich mal, in Clash of Clans mit euch hoffentlich verbringen. Auch gestern Abend hat es mich schon wieder ein bisschen zu sehr gerissen. Die gestern Abend bei waren, 8 bis 11 Uhr habe ich nicht ganz eingehalten. Ich habe nämlich schon wieder überzogen. Ja, weil irgendwo ist man dann in so einem Fluss und denkt sich eigentlich, wolltest du nicht, weil du willst ja auch so ein bisschen deine Zuschauer in den Glauben lassen, ja, Toto macht jetzt von 8 bis 11 und dann sitzt er um 11:30 immer noch da, weißt du? Und das ist natürlich, ich meine, einerseits ist es cool, andererseits ist es natürlich dann auch, ich will nicht sagen anstrengend, aber es geht dann immer weiter in die Nacht hinein und ich habe mir die Szenerie gestern schon angeschaut, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Szenerie findet. Also ich muss wirklich sagen, das ist echt was cool gelungen ist. Ja, das hätte man schon lange haben können. Auch hier unten wieder, auch da eine kleine Kanone. Ah, okay. Jetzt habe ich, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wo sind die Punkte, wo ich draufklicken muss, damit ich rüberkomme? Aber ihr seht das hier. Das ist in jedem Fall das Schiff. Da sieht man so ein kleines Symbol. Und ich glaube, ich muss die noch mal ein bisschen näher betrachten. Die Entwickler haben Schalk im Nacken. Echt. Die Entwickler haben immer den Schalk im Nacken. Aber ich kann mich gar nicht satt genug sehen an dieser Szenerie, um hier zu erkunden, was es hier noch so alles gibt. Ich hoffe, ihr kauft euch die Szenerie auch für 6,99. Denkt bitte dran, bevor ihr das macht, so wie ich das eigentlich auch fast immer mache, manchmal zumindest, trage ich hier einen Creator-Code ein. Ich nehme eigentlich immer den Noobs. Warum auch immer, ist völlig egal. Leider nicht mich selber, aber auch das ist nicht so schlimm. Und dass ihr vorher hier einen Code eingebt, genauso wenn ihr euch den Pass über die Webseite, über den Store kauft, also dreimal den Goldpass, auch dort könnt ihr einen Creator-Code mittlerweile eingeben und in allen anderen Spielen natürlich auch. Also nicht vergessen, hier jemanden zu unterstützen. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Ich habe diesmal nicht vorab gedreht, habe kein Video gezeigt, habe es mal endlich mal wieder live gemacht, aber die Challenge, die juckt mich jetzt schon noch ein bisschen in den Finger. Ich werde die in jedem Fall jetzt spielen. Ich hoffe, ihr spielt die auch. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sehen uns in weiteren Videos. Euer Toto, Clash.